Guten Morgen, liebe Jugend. Ich möchte begrüßen und ich möchte den Frieden von unserem Herrn Jesus Christus wünschen. In dieser Zeit haben wir uns vielleicht alle dabei ertappt, wo wir einfach darum beten, dass Gott mal ändert, dass Gott diese Situation mal dreht, dass sich mal was ändert, dass sich mal was normalisiert. Und ich glaube, das ist auch, was gilt, und wie Menschen, wie Geschöpfe, was seine Geschöpfe sind, und wie uns umordnen, in unseren himmlischen Vater um Kraft und Erstattung und Geduld werden. Aber das bedeutet, dass Gott angriffen wird, oder soll, es wird von der Bibel eigentlich nicht unterstellt. Und ich muss mal kurz erklären, was ich meine. Wenn wir darum beten, dass Gott angreifen soll, dann gehen wir eigentlich davon aus, dass Gott alles gemerkt hat, die Welt und alles gemerkt hat, und an sich getragen hat und sich einfach angesagt hat und checkt, wird alles ihnen wahrgeht. Und auf einmal sieht man eine Situation, ah, hier muss ich mal angreifen. Und da ist nicht so. Und ich möchte dort zwei Verse lesen, oder zwei Aufschnitte, Verse im Neuen Testament. Einmal in Hebräer 2 und 3, Hebräer Kapitel 1, Vers 2 und 3. Da steht so, ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn, also durch Jesus, hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. So Gott, Jesus, ist der, was alles hält. In Kolosser 1, Vers 16 und 17 sagt er, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. So Gott hält alles taub. Wenn Gott würde eine Millisekunde abhören mit Arbeiten, dann würde die Welt nicht mehr existieren. Irgendwo im Amazonas, weit auf von aller Zivilisation, da sitzt ein kleines Ferkel auf dem Baum und singt sein Lied. Warum singt er sein Lied? Weil es Gott am Leben erhält und weil es Gott ihm dazu bestimmt hat. Und der dort zu Gott ist ihr. Und wenn wir nun mal vielleicht würde eine Stirnwelt anschauen, der Witz, den Stirn, was das Witz da auf ist, wenn wir dort bauen, eins, wo würde ein Lochgrube, das ein Steinchen bauen, das wird doch von Gott erhöhlen. Te sine ihr. So Gott ist in Kontrolle, auf alles in seine Kontrolle. Gott ist der, wird alles am Leben erhält, wird die Erde bestehen lässt, wird dafür abkämpft, dass er noch dreht und dass wir noch hier sind, dass wir noch existieren. Und liebe Jugendliche, das ist für mich ein unglaublich großer Trost. Das gibt mir einen tiefen Frieden, zu wissen, dass diese ganze Situation, wo wir nun durchgehen, der hat Gott nicht überrascht. Das hat er nicht gewusst, dass es kommen würde. Gott wusste das, der führt dort, der lenkt uns durch diese Situation durch. Und bestimmt macht er uns irgendwas sagen durch das. Uns prüfen, unseren Glauben beprüfen. Wir wissen nicht, was Gott seine ultimative Pläne sind. Aber wie wollte das für seine Kinder alles zum Guten dient? Und
Als sie mir sagten, dass Gott uns durch diese Tätigkeit begleitet wird, wie wir geformt wurden und wie wir, wenn wir uns auf ihn anlöten, wenn wir uns vertrauen auf ihn sagen, wird uns glaube ich gestört worden. Und weil wir wieder dranbleiben, weil wir beten um Geduld, weil wir beten um Kraft und Weisheit, richtig mit der Situation umzugehen. Aber weil wir einfach uns vertrauen in Gott sagen, das ist so viel Information in dieser Welt. Das sind so viele Theorien und Verschwörungstheorien, die im Umlauf sind. China wird wortwörtlich alles so aus und wird Menschen mehr auf die Geschichte sind. Aber weil wir uns vertrauen auf Gott sagen und weil wir uns darauf verlassen, dass heute ein Jahr ist, was die Welt gemerkt hat, und wenn heute ich sage, dass das ein ist, dann wird kein Mensch ihm abhören. Und wenn heute sagt, dass das noch nicht ein, dann wird die Menschheit wieder bestohlen und diese Krise wird übergehen. Und ich möchte dafür für diesen Weg wieder viel Sehen wünschen, viel Kraft wünschen, dass die mit Gottes Hilfe jeder Tag, einen Tag auf den Mund nehmen, Freude daran haben. Und ich wünsche, dass die wirklich können prüfen. Zum einen prüfen, was die glaube, zum anderen aber prüfen, welche Unität nutze. Viele von ihnen sind wahrscheinlich meistens daher, wo ein Haus abgeht. Aber andere, die daran sind vielleicht meistens daher, wo check ich den Film oder Game. Und weil wir einfach unsere Zeit nutzen, was wir haben, die positiv nutzen, und weil wir ein Zeugnis sind für andere Menschen. Ich wünsche Gottes Segen und viel Kraft wieder auch für diese Quarantäne. Tiet und ich freue mich, wenn wir uns da persönlich sehen und begrüßen dürfen. Gottes Segen.